Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen. Hallo. Zu einem neuen Video. Zu einem neuen Video. Nehmen wir heute wieder mit. Heute ist tatsächlich der Papa da und wir haben so einen richtig schönen Family Day schon gemacht. Und es regnet gerade. Also das Wetter spielt total verrückt. Das ist wie so im April. Der April macht, was er will. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir werden heute, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt mal im Leben, wir werden heute einen Spielenachmittag machen. Die Idee hatte tatsächlich Dennis. Denn Dennis sagt auch, also ich auch, ich habe als Kind ganz viel Gesellschaftsspiele gespielt. Ich weiß ja, noch, was hast du so gespielt? Mensch, ärgere dich nicht. Ja, so Mensch, ärgere dich nicht. Und was Monopoly. Haben wir? Monopoly. Puzzle. Also wir haben ganz viel gemacht. Und das wollen wir heute unbedingt machen. McDonald's hat momentan total die coolen Schmidt-Gesellschaftsspiele. Also richtig, richtig cool. Ja, und wir haben bis jetzt schon den Tag so schön verbracht, dass wir den jetzt auf jeden Fall so weiterführen wollen. Das heißt, wir machen uns jetzt auf jeden Fall... Wir gehen jetzt auf die Straße. Genau, wir machen uns auf jeden Fall jetzt auf den Weg. Wir werden uns bei McDonald's etwas zu essen holen. Und Philipp bekommt was? Apfel. Einen Apfel auch? Ja. Wir fragen sie gleich auf jeden Fall, was sie möchte. Und ich würde sagen, wir fahren erstmal los, oder Engelchen? Ja. Einmal losfahren. Auf geht's. Auf geht's. War heute schon ein schöner Tag, Philin? Ja. Hallo, ich hätte gern ein Happy Meal. Nuggets. Ja. Dann hätte ich, ja genau. Wasser. Medium. Medium. Ja, Fruchtbad und Apfeltüte. Apfeltüte. Und Spielzeug von 1 bis 4. Das Puzzle hätte ich gerne. Bitte? Das Puzzle, das ist die, glaube ich, die Nummer 4. Nummer 4. So, hier haben wir das Geschenk. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen auch. Ciao. So, hier haben wir einmal dein Happy Meal. Hältst du mal schön fest? Halt deine Äpfel auch fest, bitte. Philly hält ganz tapfer ihr Essen fest. Was hast du da drin, Philin? Pommes und Nuggets. Pommes und Nuggets? Das ist richtig. Darf und wie heißt das? Heißt das Pommes? Pommes. Ja, du bist süß. Darf auch kein anderer festhalten, nur Philin, ne? Ja. Hey! Haben wir auch noch den Kühler vergessen? Ja. Trägst du dein Happy Meal? So, jetzt können wir reingehen, ne? Ja. So, jetzt sind wir zu Hause angekommen und ich zeige euch jetzt gerade mal Philis Essen. Also, wir haben eigentlich immer die Äpfel dabei und Philin trinkt eigentlich auch grundsätzlich, wisst ihr ja, nur Wasser. Also wir nehmen dann das Wasser dazu. Papa hilft dir beim Ausziehen. So, und das Spiel, das ist so cool. Das ist von Schmidt, da gibt es das Puzzle. Also Philin wollte das Puzzle haben, sie liebt Puzzle. Und ich habe gesehen, die haben noch wirklich andere Spiele gehabt, wie Ligretto. Kennst du das noch, Dennis? Mhm, Ligretto, ja. Das ist dann so ein bisschen für ältere Kinder. Das ist ganz cool. Also wir haben uns jetzt erstmal für das Puzzle entschieden, richtig toll. Und dann gibt es einmal für Philin die Pommes. Und sie liebt Nuggets. Die Süß-Sauer-Soße isst sie eigentlich nicht. Die kann ich gleich nehmen. Ja, und das lässt sie sich jetzt schmecken. Ich packe jetzt noch die Äpfel aus und dann kann es losgehen. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Amen. Amen. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? So, wir haben jetzt lecker gegessen und werden uns jetzt auf das Spielen konzentrieren. Ich freue mich da schon die ganze Zeit drauf. Übrigens steht McDonald's da total hinter und will tatsächlich mit diesen Gesellschaftsspielen, die in diesem Happy Meal sind, auch wirklich dazu animieren, dass ihr mehr Gesellschaftsspiele spielt. Einfach mit der Familie zusammen. Und was ich dazu sagen muss, also das ist mir sofort aufgefallen, also nicht nur mir, sondern uns, dass tatsächlich das eine richtig gute Qualität sind. Also die ist richtig hochwertig, die Spielzeuge aus dem Happy Meal. Und vor allen Dingen, das sind so richtig perfekte Größen zum Reisen. Also wenn ihr irgendwie unterwegs seid oder wenn ihr mal schnell zu einer Freundin wollt mit den Kleinen, dann einfach einpacken und ihr habt eure kompletten Spiele dabei. Philin ist fertig mit Essen. Und ich würde sagen, Philin, hast du Lust zu puzzeln? Ja. Und wollen wir puzzeln? Philin, was meinst du? Wer kann das am schnellsten puzzeln? Mama, Papa oder du? Ich. Du kannst das am schnellsten puzzeln? Bist du gut im Puzzeln? Ja. Naja, dann gucken wir mal, ne? Und wir fangen einfach mal an. My heart, it's raining down, baby. I'm like a river. Hier ist sogar noch ein Bild zum Ausmalen dabei. Supi. Ja, wow, das ging ja schnell. Los geht's. Guck mal, so muss das weitergehen. Guck mal, Schatzi.
Ah, das ist gut, da können wir gucken, wie es aussieht. I know you don't wanna face it. You think it's too late. But I can see past the rain. Feline ist wirklich ein Profi, also da sieht man einfach, wie oft sie puzzelt. Das geht so schnell, ich bin richtig stolz auf sie. Ich glaube, die muss weiter. Also so sieht das aktuell hier aus und das Coole ist, wir können ihr das hier anhand des Bildes zeigen oder hier nochmal anhand des kleinen Bildes. Ja, finden wir da auch einen Platz für? Ah, das ist die Sirene, die müssen wir gleich hier oben drauf machen, die Sirene, irgendwo. Also. Und das letzte Puzzleteil! Nochmal! Ja, fertig! Yay! So, also das ist dieses, guck mal, meine Hand, dieses Riesenpuzzle, richtig cool. So, Feline, hast du jetzt Lust, dass wir eine zweite Runde spielen? Wollen wir nochmal puzzeln? Ja. Und ich würde sagen, jetzt ist Mama dran oder gucken wir, ob Mama schneller puzzeln kann als du. Okay. Also, es macht wirklich mega Spaß. Ich hätte es gar nicht gedacht. Also, es war jetzt wirklich, wie im Flug ist die Zeit vergangen. Es hat richtig Spaß gemacht. Also, setzt euch mit euren Liebsten zusammen, spielt so, Gesellschaftsspiele. Guckt einfach, dass ihr hinfahrt zu McDonald's und euch diese coolen Sachen aus dem Happy Meal sichert. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir werden auf jeden Fall nochmal hinfahren und eine Revanche holen. Also es hat ja hier niemand verloren. Ne? Also wir werden dann auf jeden Fall einfach noch ein anderes Spiel holen. Weil jetzt ist auf jeden Fall die Lust auf Gesellschaftsspiele so richtig geweckt. Und ja, es ist einfach schön mit der Familie so Zeit zu verbringen. Gerade jetzt zum Herbst. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei den Spielen. Das sind ja 48 kleine Puzzleteile, ne? Wir haben es jetzt beide nochmal gepuzzelt, Dennis und ich. Und ihr könnt gerne mal jetzt euren Tipp bitte abgeben, wer dieses Puzzle schneller gepuzzelt hat. Ich oder Dennis? Bitte euer Tipp einmal mal unten in die Kommentare schreiben.